Ein Baum braucht Kohlenstoff, um zu wachsen. Bäume nehmen Kohlenstoffdioxid aus der Luft auf und produzieren durch Photosynthese Sauerstoff. Um einen Kubikmeter Holz zu bilden, muss ein Baum im Schnitt eine Tonne CO2 aufnehmen. Dabei werden 0,7 Tonnen Sauerstoff produziert. Sehr nützlich, denn wir brauchen ihn zum Leben. Junge Bäume können schneller CO2 aufnehmen, da sie in der aktiven Wachstumsphase sind. Diese Wälder, die lebenden und abgestorbenen Bäume und der Waldboden werden mit der Zeit zu riesigen Kohlenstoffspeichern, sogenannten Kohlenstoffsenken. So können Wälder über Jahrhunderte hinweg Kohlenstoffdioxid binden und verarbeiten. Tropische Wälder in Südamerika, Afrika, Südostasien und die Taiga-Wälder in Russland und Kanada spielen eine wichtige Rolle bei dieser Speicherung. Wenn wir CO2-Speicher aufbrechen, indem wir Wälder abholzen, brandroden und verwerten, entweichen riesige Mengen CO2. Die Maschinen wühlen beim Roden den Boden auf und die umgestürzten Bäume vermischen sich mit ihm, sodass sie sich noch schneller zersetzen und den Kohlenstoff in die Atmosphäre abgeben. Außerdem wird bei der Abholzung ein Teil des CO2 sofort freigesetzt, denn die Abholzungsrückstände werden fast immer verbrannt. Wälder sind also einer der wichtigsten Kohlenstoffsenken auf dem Planeten. Darum ist es auch so wichtig, boreale Wälder zu schützen und aufzuforsten. Die Wälder sind für uns überlebenswichtig. Deshalb müssen wir sie schützen.